Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Produkttest auf der Golfblog. In dieser Episode geht es um den Golfball Hades und zwar von 4Ace. 4Ace kennt ihr schon, da habe ich schon mal einen Ball getestet, das war der Helios. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, verlinke ich das jetzt irgendwo hier. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Der jetzige Test ist aber anders wie der Helios-Test, weil ich selber gemerkt habe, das dauert viel zu lang. Ich erkläre euch mal wieder im Off, was den Ball so besonders macht und zeige euch so ein paar Spieleindrücke rund ums Grün. Die wichtigste Frage war für mich jetzt natürlich erstmal, mit was kann ich den Hadesball von 4Ace vergleichen? Der Hadesball ist ein Two-Piece-Ball, aber, und das ist sehr, sehr positiv, der fühlt sich nicht so an. Also er geht eigentlich mehr Richtung Three-Piece-Ball. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann einfach gesagt habe, es fällt mir schwer, da einen passenden Vergleichspartner zu finden. Ich habe nochmal bei 4Ace nachgefragt, die sehen das genauso. Und das ist eben das Schöne an dem Ball. Das heißt also, rund ums Grün erzeugt der relativ viel Spin für einen Two-Piece-Ball. Im Langspiel ist er gut. Ja, also ich bin jetzt kein Fan von Two-Piece-Balls bzw. Three-Piece-Balls. Aber der ist wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr stabil. Klar, fühlt sich ein bisschen härter an, wie jetzt eben zum Beispiel der Helios. Aber, und das ist wie gesagt nochmal die wichtigste Entscheidung für diesen Ball, ist rund ums Grün ist der echt gut. Also beim Putten, Chippen, Pitchen, Bunker fühlt er sich sehr, sehr gut an. Und er erzeugt nämlich auch sehr, sehr viel Spin, was ich eben als klaren Vorteil für diesen Ball sehe. Ihr habt gesehen, was der Ball kann. Also das heißt auf dem Puttinggrün und beim Chippen ist der richtig gut im langen Spiel. Wie auch im Off erklärt, kann der auch einiges. Solltet ihr also einen hartes Ball haben wollen, beziehungsweise einen Ball von 4Ace, der Link ist wie immer im Kommentarfeld. Ja, habt ihr ansonsten noch Fragen dazu, gerne direkt an mich oder eben auch direkt an 4Ace. Ich verlinke die, wie gesagt, im Kommentarfeld. Schaut vorbei, euch viel Spaß.